Schulungszentrum Vonsdorf. Bei uns qualifizieren sich Menschen für die Wirtschaft. Eine Qualifizierung im Tourismusbereich öffnet eigentlich Tür und Tor. Nach einer Qualifizierung, was abgeschlossen ist, wenn man die Lehrabschlussprüfung hat, steht eigentlich die Welt offen. Wir können von Australien bis über Amerika oder sei das ein Kreuzfahrtschiff arbeiten gehen. Das heißt, wir können eigentlich das Arbeiten mit dem Reisen mal gleich verbinden. Wir qualifizieren im Bereich von der Küche, das heißt für Köchin, Koch, LAP. Wir qualifizieren im Bereich Service für Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann. Wir qualifizieren auch Personen, die was schon LAP haben. Das heißt, wir haben im Bereich Service haben die ganzen Spezialisierungen. Sei das angefangen von Bar über Tee, Kaffee, Wein, Mineralwasser. Wir haben im Bereich Küche auch für solche, die was schon LAP haben, was zu uns in der Zwischensaison kommen und sich qualifizieren lassen. Wir haben im Bereich regionale Vitalküche, Patisserie, Fleischküche, alles die Themen, Schwerpunkte, was wir da haben. Eine Qualifizierung im Bereich Küche, quasi im Bereich Service. Für diese zwei Qualifizierungen brauchen wir keine Grundvoraussetzungen. Das Einzige, was wir mitbringen müssen, ist Freude am Beruf. Sie brauchen für eine Qualifizierung, beziehungsweise für diesen Beruf auszuüben im Tourismusbereich, beziehungsweise für alle drei Lernberufe, brauchen wir einmal wirklich zuerst mal die Motivation. Ich muss wissen, wo ist mein Ziel, wo geht die Reise hin. Weiters muss ich teamfähig sein. Ich muss gern mit Menschen arbeiten. Und was mir bewusst sein muss, beziehungsweise was das Schöne ist, ich kann da arbeiten, wo die anderen Urlaub machen. Die Qualifizierung findet in drei Abschnitten statt. Wir haben den ersten Abschnitt in 12 Wochen. Der endet mit einem Kompetenzcheck. Das heißt, wir können sagen, dass man die Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung in kleinen Formen. Da kriegt man ein Zertifikat. Wenn man weiterkommt, wenn man einen zweiten Teil machen tut, wieder 12 Wochen, kriegt man wieder ein Zertifikat. Und beim dritten Abschnitt genau das Gleiche. Dann haben Sie die Berechtigung. Das heißt, Berechtigung zur Lehrabschlussprüfung. Grundvoraussetzungen sind 9 Monate mindestens Praxis, 9 Monate im Schulungszentrum Vonsdorf in die Qualifizierung. Dann kriegen wir 18 Monate zusammen. Und dann kriegen Sie auch die Berechtigung bzw. die ausnahmsweise Zulassung zur Lehrabschlussprüfung. Egal in welchem Abschnitt, dass Sie aussteigen, wenn Sie nur einen Teil der Qualifizierung machen oder wenn Sie zwei Teile der Qualifizierung machen, die Jobchancen sind somit viel besser, beziehungsweise es erhöht die Jobchancen natürlich durch die Qualifizierung sehr enorm. Warten Sie nicht so lange. Kommen Sie zu einer Qualifizierung ins Schulungszentrum Vonsdorf. Eine Qualifizierung im Tourismusbereich öffnet Ihnen Tür und Tor. Und eins ist nicht zu vergessen, das Familiäre vom Tourismus und dieses Teamgefüge, das gibt es nur im Tourismusbereich.